Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 5. Ich spiele heute mit der Gummihand. Hi. Und wir machen heute eine kleine Challenge. Unsere Aufgabe ist, bin gerade dabei ein spontanes Rennen, ich muss nur noch starten drücken. Wir stehen auf Mount Gilead und wir müssen bis fast an die Stadt ran. Allerdings dürfen wir keine Straßen benutzen, also wir müssen irgendwie Offroad fahren. Wir können neben den Straßen herfahren, wir dürfen auch keine Wege benutzen, wir dürfen einmal drüber fahren. Das ist okay, aber halt nicht die Straßen oder Wege benutzen. Und ich würde sagen, ich drücke mal auf Start. Und ja, er hat ein getuntes Motorrad. Ich habe einen leicht getunten Pickup. Und wenn es losgeht, geht's los. Fährst du auch? Okay. Free fall. Oh je, war nicht so schlau. Hast du die Seitenabfahrt eben genommen? Ja. Na gut, das ist doof. Ich nutze hier auch gar nicht die Bremse. Ich nutze einfach immer nur die Handbremse. Hinterbremse. Ich kugel gerade den Berg runter. Ja, dann muss ich mir die Aufnahme irgendwann mal angucken. Das würde ich gerne sehen, wie du den Berg runterkullerst. Das ist eigentlich die Aufgabe von jemand anderem, aber egal. Uiuiui. Gut, das war's mit dem Auto. Ich hab irgendwie Angst zu überholen. Nein! Da fährt der Arsch noch über mein Bike drüber, glaubst du? Die ganze Sache ist total unkontrolliert, was bei mir passiert. Oh, hier ist eine Straße. So. Ich fahr mal nebenher. Hehe, ich hab eine bessere Idee. Ich bin klein und schmal, ich fahr einfach hier unten drunter und fahr am Strand entlang. Okay, ich fahr mal kurz so. Ich komm da nicht jetzt zu dir. Wie war das? Ich fahr am Strand entlang. Okay, ich fahr doch neben der Straße lang. Hier gibt's keinen Strand. Scheiße. Sagen wir rein theoretisch, ist Schießen erlaubt oder nicht? Nein, Schießen ist nicht erlaubt. Ich hab keine Lust, dich auf ihn reiten. Ja, ich auch nicht. Ja, du bist ein besserer Schütze wie ich. Das kann eher lustig werden, hinterher zu sehen. Ach ja, weil ich vergessen habe zu sagen, wenn das Auto kaputt geht, kann man natürlich einen Mechaniker anrufen, also erstmal Versicherung, Mechaniker. Hast du dir den Wagen gekauft oder was? Ich habe ihn geklaut. Warum ist eigentlich mein Radio jetzt aus? Nachteil ist, ich bin mit dem Motorrad störanfälliger für Bodenwellen. Oh fuck, oh fuck. Probleme? Boah! Okay, Tim, jetzt müssen wir über die Straße, sonst geht's nicht. Entweder ein paar Meter über die Straße oder ein bisschen Meter lang Fluss. Ich würde sagen, wir suchen uns eine Ecke, wo er nicht so lang ist. Nimm mal.
fährt oben über die Brücke. Yes! Ich mach's jetzt normal und such mir eine Stelle, wo es nicht so schlimm ist. Es hieß, wir dürfen keine Straße nutzen, es hieß nicht, dass wir das Brückengeländer überfahren dürfen. Es ist im Grunde genommen Straße. Wieso? Welches Auto fährt denn schon da oben? Hey! Baum! Wow. Ja, geil. Hast eh gewonnen. Muss gucken, wie ich jetzt irgendwie mein Bike nochmal finde. Ja, warum habe ich den jetzt gewonnen? Ich komme hier. Versuche irgendwie. Ich fahre auf meinem Weg, Liebe. Ich habe das schon verloren eigentlich. Ich bin auf dem Weg gefahren. Ja, ich fuhr ihn da auch mal kurz. Ich kann eine andere Wahl haben. Ich könnte mich entscheiden. Entweder senkrecht an der Wand, was gar nicht geht. Weg oder See. Wie gesagt, ich deswegen ist er. Wir sagen, wir haben Joker, wir dürfen zweimal, also zwei Fehler dürfen wir machen. Oh, Frage? Ich fahre jetzt gerade an der Wand, würde ich nicht den zweiten Fehler machen. Frage? Zählt Schiene auch als Weg? Habe ich mir vorhin auch überlegt, ich glaube... Weil auf der Karte ist es ja angezeigt. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich kann nur auf dem Weg fahren. Ich kann so halb an der Wand fahren. Gut. Ich fahre neben den Schienen. Ich darf zwar nicht auf die Schiene, aber ich war neben dran einfach. Oh man, ich bleibe jetzt hier auf dem Geländer und ich glaube, da kommt ein kleiner Zug, der ein bisschen grell ist. Ja, der ist vorhin an mir vorbeigefahren. Ich war nicht genau auf dem Weg, ich fahre noch daneben. Wo zum Fick bist du eigentlich? Ich muss jetzt hier die Straße nehmen. Du hast ja über das Brückengeländer geschummelt, also schummel dich über die Straße. Ja. Ich nutze das Brückengeländer. Ich darf keine Schiene berühren. Ich bin hier oben auf dem Brückengeländer und weiß nicht, wo lang. Geht doch. Einmal über die Straße drüber, runter an den jetzt Strand. Bin durch. Ich bin hier gerade durch den Fluss durchgefahren. Oh nein! Dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört, leck mich. Ich wollte sie gerade rausschubsen. Ja, das war schon zu spät. Ja, jetzt musst du Versicherung anrufen. Und sie neu bestellen. Egal, ich hole dich noch auf. Egal wie, ich werd's machen. Nachteil ist, die Karre, die wird jetzt auf der Straße. Ja. Ich fahr jetzt ja wieder mit gut durch und hoffen, dass es funktioniert. Ja, gut, dagegen kannst du halt nichts machen. Das ist auch der. Ja. Boah, noch weiter weg. Ich bin wieder durchgefahren. Und einfach noch weiter weg. Glaub's hackt. Ich wollte mein Bike heute noch erreichen und nicht nächsten Monat. Also, dieses Auto ist übelst geil. Ich bin gerade mehrmals durch Flüsse durchgefahren. Auch kauf dir den, der ist nicht teuer. Ich hab ihn doch schon jetzt. Hast du wegen. Sag nicht, dass du den gesaved hast. Doch, hab ich. Sonst hätte ich ein bisschen Geld in Sand gesetzt, wenn ich den Motor auf Level 4 und Getriebe auf Level 4 hier reingebaut hätte und das nicht mein Fahrzeug wäre. Das wäre dann nicht so schlau gewesen, habe ich gehört. Ich komme hier nicht rüber. Tut mir leid, danke. Okay. Oh. Das dürfte hinhauen. Wie viele Kilometer hast du noch? Ich fahre jetzt hier auf, Leute. Auf der Straße 3,5. Da ich gerade über die Straße gefahren bin, konnte ich es halt so. Ja, ich bin tot. Ich hab gerade so ein Problem, ich sehe gerade meine Lebensanzeige nur in der Aufnahme.
das ist sogar der Sand King. Den wollte ich mir irgendwie irgendwann mal kaufen. Ah, krieg die Horst aus dem Menü. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Im Grunde genommen nur noch jetzt hier gerade über diesen Berg rüber. Noch leider. Deswegen hatte ich dich nämlich vorhin gefragt, was wie dein Motorrad aufgelevelt ist. Deswegen, damit es halbwegs gerecht ist. Ja. Aha, Fuchs! Ist meiner immer noch weit größer und so, aber trotzdem haben wir dann die ungefähr selbe Motorleistung, weil. Also, kann man nicht sagen, aber du weißt, wie ich meine. Ja, ja. Wir haben auch beide dann, wenn du was im Getriebe hast, so eingebaut. Das ist höchste Level. Dann haben wir beide dieselbe Übersetzung. Passt es auch von der Beschleunigung her. Oh, das ist so. Du brauchst zwar auch beim Beschleunigen länger, weil du halt schwerer bist, aber. Ich komme halt dann auch besser jetzt Steigungen hoch und du halt auch. Aber sonst ist alles noch Standard. Ich habe noch Standardreifen und alles. Ja, die habe ich auch. Die kannst du hier bei mir eh nicht wechseln. Ja, bei mir auch nicht. Ah! Dann. Ich bin jetzt beim Hollywood-Logo. Ich fahre zwischen dem B und dem O durch. Also, ich kugel nicht durch. Alter, das Fahrzeug sieht nicht mehr gut aus. Yes! Da unten ist das Ziel, ich sehe es schon. Siehst du das Schild vom Ziel? Nein, ich sehe aber die Tribüne. Ich springe gerade in Richtung Ziel. Also die Aufnahme musst du dir unbedingt mal komplett anschauen. Aber es war knapp. Schau dir mein Auto an. Die Achsenstellung hinten ist aber auch nicht mehr normal, oder? Guck es dir erstmal vorne an. Hast du meinen Flug eben gesehen? What the fuck? Hast du meinen Flug eben gesehen? Aber das muss man sich hinterher. Das musst du dir hinterher in der Aufnahme angucken. Das. What the fuck ist denn das? Ich hab hier. Also ein paar Mal hab ich dich kugeln gesehen. What the fuck? Mein Auto hat sich einfach gerade von alleine wieder ein bisschen repariert. Wie gesagt, das musst du dir unbedingt in der Aufnahme hinterher angucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Der erste Link in der Videobeschreibung ist mein Instagram-Account. Das habe ich mir geholt wegen 50 Abonnenten. Wer es noch nicht gesehen hat, das Video, guckt im letzten Video mal vorbei. Und wenn ihr mehr davon wollt, könnt ihr mir das gerne sagen. Oder auch selber welche einbringen. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, tschüss. Tschüss.